Die gar nicht so pummelige Pummelfee, a.k.a. Lars, haben wir, wir machen jetzt noch das Q&A. Momentan haben wir eine Frage, und zwar war das von Kleines Schnitzelchen. Hat man in einer Kneipe eigentlich auch ungewöhnliche Bestellungen? Ja. Also gibt es tatsächlich. Also was heißt ungewöhnliche Bestellungen? Also wenn es jetzt um Kurze geht und Leute kommen jetzt um die Ecke und die wollen jetzt halt hier so einen Jägermeister mit Milch zum Beispiel und da drin halt Vrangelico, sowas gibt es halt zwischendurch tatsächlich mal. Aber so richtig ungewöhnliche Bestellung, müsste man eher Butterblume fragen, ob da schon mal was gab. Und zu der anderen Frage mit den Bier oder Kurzen, Kurze, safe Kurze. Hier wird so viel Kurze durchgeknallt, anders wild. Wie viel, was hast du so, wie viele Kurze hast du pro Abend? Ich hab am Wochenende sind es knapp 600 Kümmerlinge zum Beispiel, die hier durchgehen. Oder, 600? Ja, 600 Kümmerlinge oder 8 Liter Jägermeister an einem Abend. Bei wie, also viel, da, bei wie vielen Gästen im Schnitt? Im Schnitt sind es 25 bis 35 Gäste. Und 6, wow, crazy. Ja. Das ist ja 2 Liter Jägermeister pro Kopf. Ja. Ja, und davon trinke ich ja schon allein einen. Ne? Also 2. Also 2 Liter ist ein Kopf weg. So. Deichzocker fragt noch, gäbe es für dich einen Grund, wofür du den Kneipenjob aufgeben würdest? Ein Grund? Ja. ja. Also einerseits wär ein Grund tatsächlich Familie. Wenn da jetzt irgendwie was in Argen wäre oder tatsächlich, wenn es um meine Gesundheit geht, dann würde ich tatsächlich auch sagen, jetzt ist bis hierhin und nicht weiter. Aber ansonsten gibt es keine Gründe, warum ich meine Kneipe nicht weiterführen sollte. Mhm. Also aber eben, wenn du, wenn es jetzt private Geschehnisse oder so gäbe, ja, die, wo du sagst, jetzt möchte ich die Zeit für meine Family genau nutzen. Also wenn es jetzt, wenn es meinen Eltern schlecht gehen würde oder irgendwas da in der Familie an Argen ist. Ja. Ich meine, ich hab einen großen Bruder, ich habe eine große Schwester, ich bin 7-facher Onkel. Man hat da ständig von den Kindern hat irgendjemand Geburtstag, witzigerweise. Und ja, so ist es. Ich bin halt eben Onkel durch und durch, was das angeht. Aber ich glaube, das ist eigentlich so das, was am wichtigsten ist. Wenn es der Familie gut geht, dann kann man das hier auch weitermachen und ja. Aber jetzt irgendwie, wenn jetzt eine Milliardärin kommt und sagt, Lars, komm, du bist mein Schnuckel. Wir gehen jetzt zusammen auf die Malediven und machen uns da ein schönes Leben. Ja, dann nimmt die Milliardärin 1:1 genauso den Laden mit und baut mir das da genauso auf. Okay. Easy, stimmt. So easy. Weil der braucht mir keine Sorgen machen. Ja, das stimmt. 1:1 mitgenommen und da drüben wieder aufgebaut. Okay. Geht gar nicht damit, dass ich dann auf den Malediven bin. Das stimmt. Fulio hat noch kurz gefragt, die Idee wegen Kneipe und Twitch, aber das war eigentlich ne, eben wegen Lockdown. Dann hast du WoW zuerst gezockt und deine Community hat dann gesagt, mach bitte weiter, genau, wenn du wieder öffnen kannst. So, genau. Das ist die Short Story. Genau. Carlson hat gefragt, wie kommt es, dass Lars sich so sehr für die Ukraine einsetzt? Kannst du da vielleicht kurz erläutern, was heißt so sehr einsetzen? Ich hab bei mir einen Spendenbalken drin von der Ukraine. Ja. Wo die Community von Twitch sammelt. Für die Ukraine. Ich finde Krieg an sich schon mega schlecht. Also ich glaube, jeder von uns oder jeder, der es zumindest, oder sagen wir mal so, die Leute, die schon mal beim Bund waren und vielleicht auch so mal einen Einsatz miterlebt haben, die wissen, glaube ich, so ungefähr, was da abgeht gerade. Und ist egal, welche Seite da angefangen hat oder wie auch immer, Krieg ist einfach Kacke und das bedeutet halt sehr viele Opfer. Und für mich ist es einfach so, um überhaupt irgendwas zu tun, weil wir können in der Situation nicht viel tun, denn zumindest so einen Spendenbalken da einzusetzen und zu sagen, so ey, komm, wir zeigen zumindest irgendwie Flagge. Ja. Weil jetzt zur Zeit ist zum Beispiel jetzt eben, ich kann es ja kurz erzählen, bei mir war es eben so, da war einer, kam in den Chat rein so und
schreibt einfach nur dieses Set rein, so, ne? Also so hier pro Putin. Und wie gesagt, ich stelle mich, was das Politische angeht, ich will mich da auf keine Seite stellen. Ja. Bin ich auch nicht so der Typ für. Aber wenn man helfen kann und gerade für die, die jetzt da viel am Leiden haben, ja, ja. Dann halt mit so einer Spendenaktion halt. Ne? Und ich fand die Idee mega gut. Es machen sehr viele große Streamer. Ich glaube, Monte und Knossi und so, die machen das sogar nochmal separat. Mit okay. dem zu dem, wo ich mit involviert bin. Da, das ist von Gronkh und so. Aber das ist eine geile Aktion halt. Ne? Ja. Und ich feiere das halt. Ja. Kannst du wie. Anders können wir halt gerade nicht helfen. Warum denn nicht so? Und ich habe eine gewisse Reichweite. Ja, ja. Wie kannst du dir das erklären, dass es Leute gibt, die behaupten, es gäbe keine zivilen Opfer? Widerlich. Können sie löschen. Also, ich meine, wenn du siehst, was da abgeht und dann behauptest du sowas, und es sind ja, weißt du, es sind ja nicht nur eine kleine Gruppe, ja. Sondern es gibt ja viele. Man darf einfach nicht vergessen, die jetzt da aus der Ukraine flüchten, die hier nach Deutschland kommen oder egal, nach Polen ausflüchten oder wo auch immer hin. Ich glaube, wenn du einmal so einen Bombenanschlag, also so einen Bombenknall einmal selber erlebt hast, wir reden nicht von Polenböllern, Leute, wir reden nicht von Fernsehenknall, so, das ist ein anderer Knall. Ja. Wenn du das als Kind oder Jugendlicher sowas erfährst oder auch als Frau oder als Mädel, diese ganze Nacharbeit, was eigentlich das bedeutet, so, ich glaube, viele von uns haben noch eine Oma und da merkt man das schon, bei meiner Oma merke ich das auch gerade. Die ist komplett gerade wieder in diesen, nennt man das? Ist das eine Trance? Trauma und das ist schon heftig so. Und da, wie gesagt, ist, für mich zählt da irgendwie jeder Cent. Ich habe einen Kumpel zum Beispiel, das sind die Free Raiders MC. Mega, mega entspannter Club. Und die haben mit 7 Flüchtlinge, oder der Prisi hat 7 Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen, weil er sie halt kannte, so aus der Ukraine. Und er, also der Vater ist wieder zurück und die hat halt die Kinder da aufgenommen und die Eltern, hier die Mütter. Und der sagt auch, das ist heftig da, was die erzählt haben. So. Und das darf man einfach nicht, man darf sowas halt nicht unterschätzen. So. Und, nee. Wenn dann solche dummen Sprüche von Menschen, also von Leuten kommen, ich denke immer so, okay, dann sitzt da jetzt gerade ein 16-Jähriger, der weiß es halt nicht besser so, aber ne, man riecht sich trotzdem auf, weil man einfach, wenn man es mal selber miterlebt hat, dann ist es schon anders. Ja, definitiv. So darüber zu reden, ne? Ja. Setano hat noch gefragt, wird oft die Zeche geprellt oder hält es sich in Grenzen? Na, hält es in Grenzen. Also ich habe ein paar Deckel, ja. Sind aber immer dieselben. Die kommen dann halt nächsten Tag wieder oder soweit ich auf habe, bezahlen das. Aber sehr selten. Aber ja, okay. Das ist halt auch wieder dann der Grund, weil du eher viel, also Stammkundschaft hast und nicht viel Laufkundschaft. Ne? Bei Laufkundschaft ist das vermutlich schon. Also Laufkundschaft werden, also genau, also bei Laufkundschaft oder Laufgästen ist das tatsächlich so, die kassieren wir eh direkt ab. Vor Ort und bei Stammgästen kann das natürlich mal passieren, so, keine Ahnung, wenn ich mit Dominik zum Beispiel den ganzen Abend gesoffen habe, der weiß halt irgendwann nichts mehr und geht einfach oder steht halt draußen, raucht einfach, ich gehe jetzt doch nach Hause, geht nach Hause. Den schreibe ich halt nächsten Tag an, Digga, hier, pass auf, du hast noch 30 Euro, ja, kein Problem, hier, PayPal, abfahrt. Okay. Also das ist das kleinere Problem, aber das funktioniert halt eben tatsächlich nur mit Stammgästen, das machst du nicht mit Laufkundschaft, dann hätte ich tatsächlich Zechpreller. Aber so hatte ich tatsächlich noch keinen Zechpreller hier, nee, hatte ich noch. Okay. Ja. Rubel die Katz hat gefragt, machst du auch Firmenfeiern, also so geschlossene Gesellschaften? Ja klar. Natürlich. Kann man dich also, da einfach anschreiben? Genau. Cool. Hast du auch schon Hausverbot verteilt? Carlsen ja. Fragt. 5 Stück gibt's. 5 Hausverbote. Die immer noch gelten. Mhm. Ja, also ein Hausverbot war ganz witzig. Ich habe den Laden übernommen. Das ist eine Sie. Ich habe den Laden übernommen. Also direkt am ersten Tag, als ich hier Neueröffnung hatte, stand sie auch direkt in der Türschwelle und sie hat, ohne dass sie was gemacht hat, ein Hausverbot direkt von mir gekriegt.
Aber auch nur, weil mein Vorwirt immer so abgefuckt ist. Die hat immer meine Gäste, oder nicht meine, da waren ja noch seine Gäste, aber die hat immer die Gäste, wenn sie betrunken war, einfach gekniffen oder gebissen. Okay. Und der Wirt, der vor ihr war, der hat das nie mitgekriegt und konnte daraufhin halt nie agieren so richtig. Ja. Aber ich habe das halt immer mitgekriegt. Ich habe gesagt, wenn ich den Laden kriege, bist du der Erste, der die Hausnummer kriegt. Zack, Hausnummer. Und ich habe doch noch gar nichts gemacht, sagt sie dann. Ich sage, das hat damit nichts zu tun. Ich weiß, dass du es machst. Ja. AK Performance hat geschrieben, wie du den V12 erfunden hast. Ein bisschen auf den Kopf. AK Performance. Und was ist der V12? Also ich denke da an den Motor. Ja, genau. Also wir bauen mit 72 Kümmerlingflaschen, bauen wir einen V nach oben. Okay. Und manchmal stehen dann im Laufe des Abends hier 3 oder 4 davon. Ja gut, wenn du 600 Stück verkaufst, dann... Aber das war einfach so eine Schnapsidee, weil Kreise kann jeder. Wir dachten, nee, kannst du auch mal eben zur Zeit aufbauen. Ja. Okay. Und Auge möchte noch wissen, wann du ihn abholst. Das, Der will immer abgeholt werden. Ich weiß nicht mehr, wo er wohnt. ist ein Mod von mir. Ja, ist auch gut, oder? Jo, gut. Lars, vielen Dank, ne, auch für das Q&A. Gerne, gerne. Und bis zum nächsten Mal.